Hey, ich bin Jake und willkommen zurück zu eurer Hot Takes. Es ist endlich wieder zurück. Ich habe endlich mal wieder ein sehr, sehr gutes Thema gefunden. Es geht nämlich um Moneyboy. Nämlich hat die Fachzeitschrift oder was auch immer das sein soll jetzt, das ist ein Partner von der Süddeutschen, die haben einen sehr, sehr interessanten Artikel veröffentlicht Mitte Mai. Und zwar mit dem Titel, warum man sich nicht mehr über Moneyboy lustig macht. Früher galt seine Musik als Trash. Heute hat sie die Musikszene verändert. Von Maximilian Senf. Und es wäre schön gewesen, wenn er seinen Senf nicht dazugegeben hätte zu der Sache. Heute hat sie die Musikszene verändert. Entschuldigung, aber nein, das tat sie nicht. Das tat sie definitiv nicht. Das war bestimmt nicht Moneyboy. Das war einfach der ganze US-Scheißtrick, der einfach viel zu spät übergeschwappt ist. Mehr war es nicht. Das war nicht Moneyboy. Um Gottes Willen. Niemand sollte Moneyboy für irgendetwas Credit geben. Niemand. Aber lasst mal weiterlesen. Moneyboy sitzt auf einem dunklen Sofa. Er raucht einen Joint, der zwischen den Zehen einer barfüßigen blonden Frau steckt. Klingt schon revolutionär. Sekunden später steht er gemeinsam mit ihr und einem halben Dutzend anderer leicht bekleideter Damen in der Küche eines Lofts. Das klingt ebenfalls sehr revolutionär, was dieser Moneyboy macht. Das hat wirklich die ganze Musikszene verändert. So kennt man den 37-Jährigen. Das verfolgt mich immer noch, dass der solche Texte schreibt und 37 ist. Früher hagelte es Spott und Häme für Moneyboys Songs und Videos. Wer es sich anhörte und anschaute, tat dies meist zur eigenen Belustigung. Was aber bei den Kommentaren unter seinem Drip Juice Video auffällt, ist, dass Moneyboy und seine Kunst nicht mehr ironisiert werden. Das wollen wir mal nachschauen. Das wollen wir mal echt nachschauen. So, jetzt pass auf. Drip Juice von Moneyboy. Und zwar bei YouTube. Kleinen Moment. Das können wir mal selber ganz gepflegt nachschauen. Gar kein Problem. Also, das erste, was mir auffällt. 2000 Dislikes. 2000 Dislikes. Und er will mir erzählen, dass das irgendein revolutionärer Artist wäre. Der erste Kommentar ist gleich, der Boy hat so viel Juice, dass er whole Africa vor dem Verfirsten sägen kann. Ja, es wird definitiv nicht ironisiert. Definitiv nicht. Egal wie alt der Beezy wird, seine Bitches bleiben immer 17. Ja, es wird auf keinen Fall ironisiert. Wer ist hier vor den 99 Millionen Views? Sehr unironisch. Sofort angeklickt und meinen Kampf weggelegt. Wer das hatet, hat keine Ahnung von Rap und hört Capital Bra. Ja, das klingt definitiv nach konstruktiver Kritik. Auf jeden Fall, das waren die Kommentare zu dem Video. Und man merkt einfach schon, was für ein Quatsch da alles drinsteht. Eine Kunst wird nicht mehr ironisiert. Bist du blöd? Natürlich wird die ironisiert. Stattdessen wird ernsthaft der Song und die Qualität der Musik kommentiert. Moneyboy hat den Status eines ernstzunehmenden Musikers erreicht. Alter! Alter, ich habe das Gefühl, dieser Maximilian Senf wollte Moneyboy auch jetzt verarschen. Weil das kann es ja nicht sein. Der Kölner Rapper Il Guni ist seit Jahren Teil des Umfeldes von Moneyboy. Und der sagt, zwischendurch hat er extra immer einen schlechten Song gedroppt. Extra. Ja, extra. Damit die Hater wiederkommen, das haben die meisten Leute gar nicht gecheckt. Willst du mich verarschen? Was ist das für eine Taktik? Guck mal, wie scheiße ich bin. Schon wieder. Hä? Nein. Er ist einfach kacke. In der meisten Zeit ist er einfach scheiße gewesen in seiner Karriere. Punkt. Sorry. Seine Theorie ist, Moneyboys Gaga-Humor ist ein kalkulierter. Er wird verkannt, das mögen die Fans. Mit einem Underdog kann man sich identifizieren. Ja, mit einem 37-Jährigen, der, was weiß ich, für peinliche Lines droppt. Ja, mit dem kann man sich definitiv identifizieren. Ja, ja, klar, natürlich. Logisch. Was aber auch auffällt, die Qualität von Moneyboys Produktionen sind deutlich gestiegen. Kleiner Moment. Das wollen wir natürlich widerlegen. Denn ich weiß ja noch aus der einen Make It Stop Episode von Mann unter Feuer, dass das sowieso nicht stimmt. Ich pulle ab in einem Rennwagen. Ja. Gucci steht auf meinem Headcard. Ja. Ich pulle ab in einem Rennwagen. Ja. Das klingt definitiv nach einer absoluten Steigerung von seiner Produktion. Yo, I just made the hardest shit I've ever fucking made. Hey.
Seine Songs wirken durchweg professionell produziert. Hast du das gerade nicht gehört, Alter? Boah, das ist so professionell. Boah, geil, das ist so professionell, Alter. Boah, Pharrell Williams. Tracks, die er mitten in der Nacht nach einigen Styroporbechern voll Opiat-Limonaden-Mix innerhalb weniger Minuten aufgenommen hat, veröffentlicht er nicht mehr. Das kommt gut an. Echt, wirklich. Und dann kommt auch noch so ein kleines Interview mit Moneyboy. Da wird zum Beispiel gefragt, hast du früher mit Absicht Songs rausgebracht, die schlecht waren? Und er sagt einfach bloß, meine Songs waren immer dope. Nein. Hast du Mann unter Feuer gehört? Nein, Moneyboy ist ein Riesenfan von amerikanischen Südstaaten-Rap. Man merkt's. Diesen versucht er auch in seiner teilweise hingerotzten Art ins Deutsche zu übertragen. Oder zu kopieren, besser gesagt. Das ist ihm wichtig. Ich merk's. Auch das ist ein Teil der Evolution von Moneyboy zum ernstzunehmenden Musiker. Er redet ziemlich speziell. Gönn dir, Fong, Was 1 Live, Ibims, Fly, Arnbar, Swag. All das sind Begriffe, die Moneyboy geprägt und etabliert hat. Und darauf soll man jetzt stolz sein, oder? Also ich wäre da nicht stolz drauf. Wie kann man so einen langen Artikel über Moneyboy auch noch veröffentlichen, weißt du? Ist ja furchtbar. Moneyboy hat einen anderen Ansatz gewählt, sagt Young Kira. Er bringt vielleicht Songs raus, die als schlecht angesehen werden, aber er probiert damit eigentlich nur aus, was funktioniert. Also wir haben jetzt schon wirklich mehrere Ausreden bekommen, warum seine Songs auf einmal schlecht sein sollen. Das machen andere genauso. Die bringen 10 Songs raus und hoffen, dass einer davon irgendwie ein Hit wird. Nein, das machen sie nicht. Wenn die 257ers einen Song über ein Stück Holz schreiben, ist das cool und witzig und die ganzen Mallorca-Leute feiern das. Aber wenn Moneyboy mit Absicht den Song Dicke Eier macht, dann ist das nicht lustig. Jetzt macht er den größten Punkt, aber auch seinen größten Fehler und er sagt nämlich, das ist einfach eine Sache des persönlichen Humors. Richtig, genauso wie es einfach eine Sache des persönlichen Humors ist, wenn Leute das in Mallorca feiern, wie die 257ers über ein Stück Holz rappen. Ich kenne genug Leute, die das, was Moneyboy macht, krass finden und sagen, das kann keiner außer ihm. Natürlich keine Quellen, natürlich kein einziger irgendwie so namentlich irgendwie erwähnt, natürlich nicht. Das Phänomen Moneyboy ist vergleichbar mit dem Hype um die Rapperin Bad Baby in den USA. Die mittlerweile 16-jährige Danielle Bregoli wurde 2016 als Gast der US-Talkshow Dr. Phil bekannt. Sie benahm sich dort daneben und wurde vor allem wegen ihres Spruchs Cash Me Outside, How About That bekannt. Irgendwie gelang es ihr anschließend, sich vom Internet-Meme zur jüngsten Rapperin der Geschichte zu mausern, die es in die Top 100 der US-Billboard-Charts geschafft hat. Das ist ein Scheißvergleich, schon wieder. Weil erstens, Moneyboy ist in den Charts nicht zu sehen. Zweitens, Moneyboy hat sich auf eine ganz andere Art und Weise einfach bekannt gemacht. Sie wusste vor allem auch nicht, was sie da macht als fucking 14-Jährige. Moneyboy wusste in einem gewissen Rahmen, was er in dem Joyce-Interview zum Beispiel gemacht hat. Eine Analogie zu Moneyboy, eigentlich macht sich jeder über sie lustig, aber irgendwie möchte man doch mehr von ihr sehen. Nein. Nein. Bad Baby ist sehr, sehr in der Kritik. Man möchte nicht mehr von ihr sehen. Das ist kompletter Quatsch. Der Hype um seine Eskapaden, zum Beispiel der legendäre Auftritt bei Fernsehsender Joyce, ist nicht mehr so groß wie noch vor 2 Jahren. Leute vergessen halt. Leute denken sich, okay, ja, Vollidiot und fertig. Das muss nicht heißen, dass Leute vergessen. Die nahbare Figur von früher, die wie der komische Typ von nebenan wirkt, bleibt er trotzdem. Also der komische Typ von nebenan haut nicht bei Songs wie Kann man ahnen, pädophile Lines raus. Also mein Nachbar macht es zumindest nicht. Jetzt pass mal auf. Da der letzte Satz ist so reindrückend, so, oh, was habt ihr denn alles gemacht damals? So, pass auf. Mal schauen, was er als nächstes auf Lager hat. Wahrscheinlich etwas ganz anderes als die aktuelle Hustensaft-Drogenmusik à la UFO 361 und Bones MC in den Charts. Die hat Moneyboy ja sowieso schon vor Jahren gemacht, als er noch dafür belächelt wurde. Seine Musik war damals wie heute verdammt unterentwickelt. Da war er auch selber schuld, weil die Lines nicht gut waren, die Production war scheiße, die Mische war scheiße. Alles war einfach komplett kacke. Ich verstehe jetzt aber auch nicht, warum da jetzt UFO und Bones da irgendwie kritisiert werden. Ich mag sie ja auch nicht. Aber es gibt nun mal einen sehr, sehr großen Markt dafür. Und im Endeffekt machen die das halt zu einem gewissen Grad,
besser. Genauso sieht's aus. Und deswegen wurde Moneyboy dafür belächelt und die halt jetzt eben nicht. Weil sie einen guten Job dabei machen. Also für die Fans natürlich. Für mich jetzt natürlich auch nicht. Aber für die Fans eben. Boah, zum Ende werden mir auch noch so neue Artikel von denen einfach vorgeschlagen. Und oh, welcher Deutschrapper fickt die meisten Mütter? Oh. Du musst dir vorstellen, jemand hat halt Journalismus oder so studiert. Und der musste halt wahrscheinlich wirklich diesen Artikel schreiben. Was für eine arme Sau. Ich glaube, das war es einfach jetzt mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Oder auch nicht. Ist deine Entscheidung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.